Also, ich begrüße Sie zu unserem Webinar im Rahmen der Handwerksoffensive Sachsen-Anhalt. Unser Thema: Webseiten, Plattformen, Social Media im Handwerk nutzen. Braucht jedes Unternehmen 2021 noch eine Webseite? Ein langer Titel. Unser Dozent heute ist der Herr Malur. Ich denke mir, er stellt sich selbst vor. Und damit beginnen wir eigentlich auch schon. Okay, vielen Dank für die Einleitung. In der Tat, heute geht es nicht so sehr um den konkreten Kanal, sondern es geht eher um das Medium. Also eine Website-Präsenz oder Plattform oder Social Media. Es ist okay, wenn Sie sich immer etwas Konkretes dahinter vorstellen. Das ist ganz gut, um dem Vortrag dann folgen zu können. Aber wenn ich davon spreche, rede ich immer von dem Medium selbst. Und dann werden wir im Laufe des Vortrages dann auch überlegen, oder ich möchte Sie so ein bisschen auch dazu einladen, darüber nachzudenken, welche Art von Unternehmen repräsentieren Sie? Und davon ausgehend nachzudenken darüber, in welchem Verhältnis Website, Plattform und Social Media für Sie genutzt werden sollte. Ein paar einleitende Worte nochmal zu mir, genau. Also ich bin seit 2018 selbstständig, war vorher in einer Agentur tätig, habe sehr viele Branchen gesehen und kennengelernt dadurch und glaube auch daher, relativ guten Erfahrungsschatz zu haben, um bestimmte Branchen auch einordnen zu können. Grundsätzlich kann man nicht von vornherein sagen, bei jeder Branche oder bei jedem Geschäftsmodell kann man es nicht von vornherein sagen, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Das muss man immer mit der eigenen Geschäftsidee auch und auch mit dem Typ, den man hat, für sich ausmachen. Daher werden wir dann, wenn also im Laufe des Vortrags ich dann also sage, Plattform wäre etwas für, wäre auf keinen Fall etwas für B2B, dann stimmt das nur insofern in einem allgemeinen Kontext, aber niemals in einem ganz konkreten, weil man das im Einzelfall nochmal eben nachprüfen muss und auch für sich entscheiden muss. Genau. 2019 habe ich mit zwei weiteren Kollegen die SEOlimp Online Marketing Agentur in der Mansfelder Straße gegründet. Wir betreiben vor allem Suchmaschinenoptimierung, arbeiten viel an Shops, bauen Webseiten, optimieren die für Suchmaschinen. Und daher habe ich auch ein gewisses Plädoyer oder eine gewisse Neigung, immer das Thema Webseite zu verkaufen. Bitte sehen Sie mir das heute nach. So ist es nicht gemeint. Oder ordnen Sie das bitte so ein, dass ich nicht dazu tendiere, wenn ich jetzt irgendwie mal was Negatives über eine Plattform sage, dass ich davon grundsätzlich abraten will. Das ist mitnichten so. Im Gegenteil, Sie haben auf Plattformen und in sozialen Netzwerken die Möglichkeit, Ihren Content zu präsentieren. Ja, und dadurch haben Sie auch natürlich eine große Chance, Reichweite zu generieren oder auch direkt eine große Nutzerschaft abzugreifen, Ihre Produkte zu präsentieren. Okay. Ja, so viel. Ich möchte gar nicht so viel von mir jetzt weiter einleiten und im Prinzip jetzt vorneweg losstarten mit eben einem kleinen Plädoyer, das letztlich auch nicht darauf ankommt, etwas Ihnen jetzt eine konkrete Handlungsanleitung mitzugeben, sondern es geht eher darum, stellen Sie sich immer breit auf, versuchen Sie alternative Einkommensquellen zu erschließen. Aber indem Sie das tun, ob das nun auf Social Media passiert oder auf einer Plattform oder auf Ihrer Website, bleiben Sie sich immer treu, verbiegen Sie sich nicht. Die zwei ersten zwei Punkte habe ich im Prinzip schon so ein bisschen vorneweg schon erzählt. Wir stellen uns auch vor, dass wir jetzt sozusagen, also idealtypisch starten wollen mit Produkten, ganz am Anfang unserer Online-Marketing-Strategie stehen und uns halt auch Gedanken machen wollen, wie unsere Marketing-Strategie aussehen könnte, in welchem Verhältnis, welches Gewicht sollten die Medien für uns haben.
Und wir betrachten vor allem strategische Aspekte, die wir in Bezug setzen. Und starten möchte ich zunächst mit drei Mythen, jeweils einem erstmal zur Webseite. Da heißt es nämlich ganz oft, erst muss man eine Webseite haben, dann kommt der ganze Rest hinterher. Ja, also so ein typisches Denken, ich baue so ein Silo-Denken, ich baue mir erst einmal eine Webseite, die baue ich aus und wenn ich die habe, dann kommt ein Social-Media-Kanal dazu und dann gucke ich mal, was ich mit einer Plattform noch machen kann, wenn ich solche Produkte habe, ob das was für mich ist. Und so heißt es beispielsweise auch in diesem Ratgeber der Neubrandenburg, IHK, dass die Webseite das Fundament der aller Online- und Media-Aktivitäten ist, die gut funktionieren muss, weil man hat ja so diese Vorstellung, von Social Media kommt dann der Traffic auf meine Seite und dann brauche ich unbedingt eine gut funktionierende Webseite, damit dann Kunden da entstehen. Also dieser Ansatz mag vernünftig sein, ist aber grundsätzlich falsch. Weil, und auch gerade für Handwerker ist es nicht eine hilfreiche Aussage oder auch eine unvollständige. Einfach, weil es im Handwerk ja oft im Checkout eine sehr spezielle Anforderung gibt. Zum Beispiel, man möchte einen Terminkalender durchlaufen oder man möchte eine Konfiguration abschließen. Für solche spezielle Checkouts gibt es im Netz mittlerweile, wir leben im Jahr 2021, verschiedenste Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Man muss eine Weile danach suchen und es kostet auch ein kleines bisschen Geld, meistens in Form einer Nutzungsgebühr, dass man diesen Service halt nutzt. Aber man bekommt dann einen Link letztlich, einen Zugang der Anbieter gibt einen Zugang zu diesem Dienst, den man dann auf verschiedenste Art und Weise einbinden kann. Über Social Media kann man den dann über einen Link die Nutzer da drauf schicken, die dann quasi ganz unabhängig von der Webseite etwas kaufen können, werden also über Social Media nur inspiriert und der Checkout ist dann sozusagen ausgelagert auf einen externen Dienst. Funktioniert beispielsweise, denken Sie mal an Friseure, würde das ganz gut funktionieren. Solche Modelle sind einfach denkbar und eine Website ist nicht unbedingt das Fundament aller Online-Tätigkeit. Genau, denn es geht eben anders, auch wenn ich persönlich kein Problem mit dieser Aussage habe. Zweiter Mythos. Konzerne werden früher oder später den Rest verdrängen. Ist sicherlich irgendwo nachvollziehbar. Ja, die stehen ja alle in einem großen Wettbewerb und nur die Stärksten werden sich durchsetzen. Das gilt auch für Webseiten und man sieht auch in manchen Rankings, dass immer mehr auch Plattformen, Positionen gewinnen, die vorher kleinere Anbieter hatten. Aber wenn daraus jetzt eine Haltung entsteht, dass man sich nur noch auf ein einziges Medium, beispielsweise auf so eine Plattform konzentriert, dann macht man sich abhängig und zementiert das auch noch. Und in der Tat kommen zu uns auch immer wieder Kunden, die dann mit der dringenden Bitte, dass man doch von einer Plattform unabhängig werden möchte. Und deswegen kommt man dann sozusagen erst von der Plattform auf die Idee, eine Website zu bauen. Also auch hier, wie man es auch anfängt, hat die so auf diese Art und Weise zu uns kommen, die machen, haben leider den Fehler gemacht, dass sie sich von Beginn an eben nicht darüber Gedanken gemacht haben, ob sie in welchem Verhältnis sozusagen ihre Online-Strategie stehen sollte. Die haben dann so ein bisschen verpasst, auf das Thema Social Media oder auf Webseite zu setzen. Weil sie eben zuerst das schnelle Geld gesehen haben und
so ein bisschen den jetzt sozusagen spät gegensteuern müssen. Gleichwohl, Fokus auf Plattform hat seine Nachteile, werden wir gleich angehen. Kurze Pause, ich muss mal was trinken. Der dritte Mythos betrifft jetzt nur Social Media. Ganz oft heißt es, dass man, gibt es dieses Vorteil, dass man das so nebenbei macht. Das ist, muss man sagen, Social Media ist ein Marathon, kein Sprint. Wenn Sie einen 5-Minuten-Post machen, dann können Sie das machen, sicherlich, es geht ganz schnell. Sieht dann aber auch aus wie ein 5-Minuten-Post. Betreiben Social Media ist mittlerweile so intensiv geworden, dass man es ernsthaft betreiben muss, um daraus letztlich auch Früchte zu tragen. Je mehr Nutzer eine Plattform nutzen, je mehr das genutzt wird, umso mehr stehen die Posts auch zueinander in Konkurrenz. Und das bedeutet, man muss sich quasi von alleine professionalisieren, wenn man möchte, dass seine Posts auch erfolgreich sind. YouTuber oder Influencer müssen sie nicht werden. Wenn sie das wollen, dann würden sie sozusagen diesen Social Media rund um die Uhr betreiben. Auch hier, Social Media wird niemals so intensiv für das Handwerk werden, dass sie es rund um die Uhr betreiben müssen. Also auch da keine Angst. Aber in 5 Minuten ist die Arbeit eben nicht getan. Damit möchte ich eigentlich dann jetzt einsteigen, so ein bisschen in den Vergleich der Medien. Bei Plattformen konzentrieren wir uns also auf Verkaufsplattformen und auf die strategischen Nachteile in erster Linie. Ja? Also es geht mir nicht darum zu sagen, wie toll Social Media ist oder wie toll eine Plattform wie Amazon ist für Sie. Das wissen Sie, denke ich, schon selbst, welchen Mehrwert diese Sachen bieten. Ein Händlerblick kommt meistens durch den Vergleich bei Nachteilen, die vor allem strategischer Natur sind. Und dann im zweiten Teil starten wir dann mit 7 Fragen, einem Leitfaden, die ich mir jetzt stellen würde, ganz zu Beginn, wenn ich ein Geschäftsmodell aufziehen möchte und dann eben diese Plattform miteinander für mich austarieren möchte. Strategische Nachteile der Plattform. Ganz oft findet man solche Musterrechnungen, wie ich sie hier auch mal bei impulse.de gefunden habe. Da wird immer auf diese Plattformgebühr abgestellt. Ja? Und dann tut man in der Regel immer so, dass das auch der einzige große Nachteil von einer Plattform wäre, der dann dazu führt, dass aus einem Gewinn von 15,77 Euro eben nur noch 2,93 Euro werden. Das alleine ist noch eine Schönrechnung, denn man muss schon noch betrachten, dass es versteckte Kosten gibt oder eben strategische Nachteile gibt. Ja. Das sind die Retourenquote, die grundsätzlich höher als bei einer Webseite ist. Und es ist der Mehraufwand, der entsteht, wenn man die in Produkte bearbeitet. Das ist teilweise schockierend hirnreich. Man muss auch Dinge beantworten, die man sonst nicht beantworten würde. Man hat mehr Aufwand, zweitens, wenn man die Retouren eben abarbeiten muss. Ich hatte noch einen dritten Punkt im Kopf, der fällt mir nur leider gerade nicht ein, aber es reicht noch aus. Also der Mehraufwand bei einer Plattform, beim Bearbeiten, selbst beim Angeben der zusätzlichen Informationen, die oftmals auch vielleicht nicht notwendig sind bei dem Produkt, das man angibt, als auch die Retourenquote, das wäre dann der dritte Punkt, die führen dann dazu, dass man eben zusätzliche Kosten hat, die dann nochmal aus den 2,93 Euro auch ein Minusgeschäft machen werden lassen. Ja. Und die Ursache ist immer, das findet man dann immer,
egal welche Plattform Sie sich dann jetzt aussuchen würden, schauen Sie in die Nutzungsbedingungen, denn die sind immer noch, die kommen nochmals dazu und mindern die Marge zusätzlich. Generell auch auf Verkaufsplattformen ist es so, wenn Sie ein Produkt haben, das Sie auf Masse produzieren können und Sie müssen ohnehin Logistikkosten tragen, dann können Sie eine Plattform nutzen. Amazon ist dann das beste Beispiel dafür, um eben die Vorteile auch wunderbar auszuspielen, ja, die Kostenvorteile bei der Skalierung. Je kleiner aber Ihre Geschäftsidee ist, umso mehr müssen Sie vom Kuchen abgeben und desto mehr bezahlen Sie auch für den Plattformservice. Dritter großer Nachteil ist, dass die Plattformen, weil sie in Konkurrenz stehen zu anderen Plattformen, jederzeit ihre Strategien ändern können, was dazu führen kann, dass in bestimmten Branchen von heute auf morgen nicht mehr gewinnbringend verkauft werden kann. Und wenn Sie mal an eine Plattform denken wie Davanda, dann kann es auch passieren, wurde dann verkauft oder wurde aufgelöst. Da waren dann für die ganzen Händler der Plattform über Nacht ihre Marktplatzposition weg. Ja, und wenn man gezwungen ist, dann einfach einen neuen Marktplatz dann woanders hinzugehen, muss man sich das dann eben entweder wieder neu aufbauen oder man muss sozusagen diesen Absatzkanal aufgeben. Und was bei vielen Plattformen noch hinzukommt, dass sie wenig bis keine Kontrolle über ihre Kundenbeziehungen haben und unheimlich abhängig von Bewertungen sind. Ja. Also Bewertung scheint so, als wäre es ein Ersatz für die Kundenbeziehung, aber de facto ist es natürlich keine Kundenbeziehung, nur weil man jetzt plötzlich nicht ein Bewertungsprofil hat. Ja. Sondern es ist ja letztlich nur ein Mittel, ein Kommunikationsmittel, um potenzielle Kunden von seinem Produkt zu überzeugen. Herr Sommer, haben Sie die Community im Blick? Vielleicht dahingehend, dass Fragen kommen oder so zwischendurch, weil ich sage Bescheid, auch wenn ich gerade am anderen Computer arbeite und gebe dann Fragen durch, ne? Alles klar, gut. Gut. Der letzte große Punkt nach strategischen Nachteil bei einer Plattform ist auch, ist immer noch, wenn Sie Wettbewerber haben auf der Plattform, die schon genau das anbieten, was auch Sie anbieten würden, dann haben Sie einen Preis, also dann stehen Sie in einem preislichen Wettbewerb, der auch dadurch erschwert wird, dass Plattformen durch Layout und Design die Vergleichbarkeit des Produkts erst ermöglichen oder auch noch besonders verstärken. Dem können Sie dann auch nicht wirklich entgehen, selbst wenn Ihr Produkt qualitativ besser ist als das Ihrer Mitbewerber. Ja, durch die Vergleichbarkeit gucken viele dann nur noch auf ganz wenige Merkmale. Und das wiederum resultiert im Nachteil. Also bei der Wahl der Plattform wäre für mich zum Beispiel schon ein großes Kriterium zu gucken, wie individuell kann ich zum Beispiel mein Produkt inszenieren. Ja, während auf Amazon es nur wenig Möglichkeiten gibt, sich voneinander abzugrenzen, kann es ja sein, dass eine andere Plattform das schon eher ermöglicht. Muss man schauen. Kann aber auch passieren, also ein Punkt habe ich zumindest miterlebt. Betrüger oder Betrug generell, stellen Sie sich, ich versuche jetzt die Geschichte ein wenig nachzuerzählen, stellen Sie sich vor, Sie verkaufen ein Produkt wie Sonnenbrillen, das ist so ein Saisonprodukt, wird besonders stark im Frühling, dann Frühling, Sommer nachgefragt, da kann es jetzt passieren, es ist passiert, da hat ein Wettbewerber heimlich in Form eines normalen Kunden
den kompletten Lagerbestand, der auf der Plattform angelegt war, aufgekauft und sie als, als Händler auf der Plattform haben sich erst gefreut, war ja eine tolle Einnahme erstmal. Problem war aber, dass der Lagerbestand komplett leer war und es konnte nichts mehr nachgeliefert werden. Hat dazu geführt, dass die gute Positionierung am Marktplatz verloren ging, nach unten ging. Und dann war es so, dass hintenrum der Betrüger über einen Dritten die eingekaufte Ware quasi selbst weiterverkauft hat. Und das, was dann nicht verkauft werden konnte mehr, wurde dann einfach zurückgegeben an den Händler. Und da Sie als Betreiber, als Verkäufer diese Dreiecksbeziehung jetzt nicht aufdecken konnten, Sie hatten ja keine Beweise, mussten Sie sozusagen dann den Betrüger wie einen normalen Kunden behandeln und die Ware zurücknehmen, ja. Aber Sie hatten sozusagen dann den Nachteil, ja, erstens war der Umsatz doch kein Umsatz in der Größenordnung. Und zweitens war ihre Platzierung auf der Plattform weg und musste erst wieder neu aufgebaut werden. Also auch diesmal als Beispiel, was passieren kann, ohne dass Ihnen irgendwas mit Ihrem Konto oder sonst was passiert. Gerade bei Saisongeschäften ist so etwas ein seltenes, aber und auch ein sehr schwer kalkulierbares Risiko, das man aber auf Plattformen immer zusätzlich hat, was man eben auf einer Webseite oder auch bei Social Media in der Regel nicht hat. Nächstes Thema sind dann die strategischen Nachteile von Social Media gegenüber Website, Webpräsenzen und Plattformen. Ganz grundsätzlich hier. Einmal veröffentlichte Daten, sei es durch Sie selbst oder durch jemand anderen, die können Sie nicht mehr beeinflussen. Das geht hin bis zu dem, also wenn es etwas raus ist über Sie, dann können Sie es nicht mehr stoppen sozusagen und kann auch virale Kreise ziehen, bis hin zu einem, im schlimmsten Fall, zu einem Shitstorm. Wenn Sie jetzt da an eine Plattform denken, haben Sie diesen Nachteil nicht. Oder auch bei einer Webseite. Allerdings, ich bin ja jetzt nicht da, um Ihnen an der Stelle ja Angst zu machen, sondern ich will nur sagen, Sie haben grundsätzlich die Kontrolle nicht. Selbst wenn Sie etwas Negatives schreiben und es zieht negative Kreise, bedeutet das noch nicht, dass sich das Kaufverhalten gegenüber Ihrer Marke sich radikal ändert. Es bedeutet auch nicht, dass jeder negativ schlechte Post auf Social Media gleich große Reichweiten generiert in einem negativen Sinne. Unbegrenzte Reichweite gibt es nur bei den sozialen Netzwerken. Wenn das Netzwerk jung ist, dann werden Sie sozusagen die wenigen Nutzer im Prinzip mit den Posts erreicht. Wenn das Netzwerk aber anfängt zu wachsen, entstehen immer mehr Posts automatisch. Und dann greifen die Algorithmen des Netzwerks, die dann ein Ranking zwischen den Posts herstellen. Und das führt dann dazu, dass sie dann immer kreativer werden müssen, immer professionellere Posts machen müssen, bis hin zum Werbeeinsatz, um auch Reichweite eben zu kaufen. Und der dritte wichtiger Punkt, ganz besonders im Unterschied zu einer Webseite oder auch und ganz besonders noch zu einer Plattform, Sie müssen kreativ sein, Sie müssen aktiv sein, um Erfolg zu haben. Während es bei den anderen sich hier immer um ein Buchungsprogramm handelt, handelt es sich sozusagen bei Social Media um ein Pflichtprogramm. Dann Social Media, Sie müssen auch bereit sein, dass man von Ihnen ein Bild macht, dass man
dass man ihre Werkstatt sieht, ihren Laden. Sie müssen damit fein sein, dass man sie sieht. Wenn sie das nicht sind, dann sind sie vermutlich gar nicht der Typ für Social Media. Dann würde ich sogar fast sagen, ja, lassen Sie es sein. Soziale Netzwerke müssen auch ihre Strategien und Algorithmen anpassen. Wenn Sie mal denken, wie Facebook gestartet ist als soziales Netzwerk und über die Jahre sich immer mehr zu einer Verkaufsplattform entwickelt hat, was das wiederum dazu geführt hat, dass die Nutzer immer unzufriedener werden mit dem Netzwerk und dann auf neue Netzwerke ausweichen, bedeutet das für Sie als jemand, der sich vielleicht für Social Media interessiert, dass Sie bereit sein müssen oder flexibel sein müssen, wenn sich nämlich die Nutzerschaft verändert, wenn sich die Netzwerke verändern, haben Sie nur die Wahl, sich damit zu verändern oder ebenfalls auf ein neues Netzwerk auszuweichen. Ja. Das beantwortet auch so ein bisschen den dritten Punkt hier. Ich würde heutzutage nicht mehr so eine Angst davor haben, dass soziale Netzwerke über Nacht verschwinden, denn gerade die Größe vieler Netzwerke und das Potenzial, was dahinter steckt, auch das Kapital, was drinsteckt, ist so groß, dass es immer wieder, also dass genug Kapital vorhanden ist, dass sich die sozialen Netzwerke auch wieder kurz von neu attraktiv korrigieren können. Was dagegen hingegen viel gefährlicher oder riskanter ist, ist, dass die Gefahr, dass eben ein Social-Media-Konto gehackt werden kann, was über Nacht einmal dazu führen kann, dass Sie im Prinzip, wenn Sie wieder das Konto herstellen, das ist ja jederzeit möglich, Sie quasi das alte Konto nicht mehr übernehmen können, sondern ein neues aufbauen müssen. Ja. Ein Nachteil ist es im Vergleich zu einer Webseite oder zu einer Plattform dadurch, dass Sie bei einer Plattform einerseits schon besser geschützt sind, also höhere Sicherheitsniveaus haben für Ihr Konto. Und bei einer Webseite können Sie selbst Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Das können Sie bei Social Media eben nicht machen. Ja, da wird das Netzwerk, macht quasi gewisse Vorgaben und die Hürden sind hier immer am niedrigsten. Strategische Nachteile bei Unternehmenswebseiten, also von Webpräsenzen generell. Zunächst einmal ein großer Vorteil scheint ja immer zu sein, dass man die absolute Hoheit über den Content hat. Würde ich mit Vorsicht genießen, wenn Sie, die Aussage würde ich mit Vorsicht genießen, denn wenn Sie einen externen Partner haben, der das alles für Sie macht, dann wird die Hoheit über den Content quasi ersetzt durch die Abhängigkeit von dem externen Partner. Und das kann im Zweifel eben auch dazu führen, dass Sie vielleicht keine Hoheit über den Content haben. Also Sie denken es vielleicht. Also auch da brauchen Sie Vertrauen. Wenn Sie auf der anderen Seite, wenn Sie alles selber machen können, ist das natürlich kein Nachteil. Dann ist eine Website sozusagen das Leichteste von der technischen Seite her betrachtet. Nachteil gegenüber Social Media und Plattformen ist definitiv die Reichweite, die bei einer eigenen Webpräsenz über einen sehr langen Zeitraum aufgebaut werden muss. Und die ist auch nicht unbedingt, also wenn Sie SEO betreiben, ist es auch nicht kostenlos. Das sind dann schon die Kosten, die anfallen, muss man dazu sagen. Und gleichzeitig sind Sie zwar Ihr eigener Herr über den Content, aber Sie tragen auch die maximale Verantwortung für die Kundendaten, also für die Sicherheit der Kundendaten, für die Funktionalität der Seite, sowie für die Gestaltung und Nutzbarkeit der Seite. Okay, damit wäre ich mit dem ersten Part durch. Also kleinen Leitfaden habe ich sozusagen mitgebracht, sieben Fragen, die ich mir stellen würde, wenn ich eine Online-Marketing-Strategie starten würde, stehen diese quasi ganz am Anfang. Ich würde sagen, ich starte erstmal mit der ersten und erkläre dann so ein bisschen das Schema da.
Erste Frage wäre, welche Art von Produkten vertreiben Sie? Angefangen vom Massenprodukt bis hin zu einer Dienstleistung oder Beratung. Dazwischen gibt es die Möglichkeit natürlich eine Kleinserie oder es ist eher so auftragsbezogen individualisierbare Produkte, die eine beständige Nachfrage haben. Beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, dass Sie vielleicht auch Produkte entwerfen, die einen künstlerischen Mehrwert haben. Die haben dann aber in der Regel keine Nachfrage. Je nachdem, welche Antwort Sie wählen, kommen eben bestimmte Kanäle im Medien grundsätzlich in Betracht. Ich habe hier eine 0 bis 4er Skala. 0 bedeutet logischerweise, kommt gar nicht in Betracht. 4 würde bedeuten, dass sich dann das Medium besonders gut eignet. Genau. Also am Beispiel Dienstleistung, Beratung, wenn das Ihr Thema ist, dann Ihr Produkt ist, dann ist Social Media und die Webseite sehr hervorragend, ein gutes Medium dafür, Plattform eher nicht. Und auf der anderen Seite, wenn Sie ein Massenprodukt haben, dann gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen den Präsenzen. Die wären sozusagen, da wäre es sozusagen egal, womit Sie starten. Oder die Empfehlung wäre, Sie sollten auf allen drei Ebenen präsent, direkt präsent sein. Wenn Sie zum Beispiel als Künstler unterwegs sind, dann eignet sich Social Media und Website ganz besonders gut. Und Social Media wäre sozusagen sogar noch zu bevorzugen, aufgrund, dass Sie mit der hohen Reichweite gleich mehr Nutzer erreichen. Allerdings, wo Sie sich jetzt hier positionieren, Sie müssen alle Fragen und alle Kriterien nebeneinander betrachten, um dann ein Gesamtbild zu haben. Ja. Zweite Frage wäre oder ist Zielgruppe oder ist die Zielgruppe im Endkundengeschäft oder ist es ein B2B, also im Geschäftskundenbereich? Dritte Möglichkeit wäre es noch, das ist eine Mischung. Dann eignen sich sozusagen die drei Medien bei einer Mischung grundsätzlich immer. Allerdings ist die Effizienz deutlich geringer oder das soll zumindest durch die zwei symbolisiert werden. Im Endkundengeschäft, B2C, eignen sich wiederum alle drei Medien hervorragend. Im B2B-Geschäft fällt die Plattform grundsätzlich weg. Und hier noch ein kleiner Tipp, wenn ich jetzt also mit meinem Geschäftsmodell 2, also einmal eine B2B-Gruppe habe und im Endkundengeschäft bin, dann lohnt es sich, zwei getrennte Strategien zu entwickeln, weil man dann eben die Zielgruppen besser ansprechen kann und sozusagen näher dran ist. Wo wird die Nachfrage bedient? Also ist Ihre Zielgruppe, ist Ihr Markt sozusagen lokal oder ist er international? Oder sind Sie irgendwo dazwischen? Je nachdem, wo Sie sich einordnen, lohnt sich natürlich, wenn Sie global unterwegs sind, dann lohnt es sich natürlich ganz besonders, auf Plattformen zu gehen. Einerseits der Reichweite wegen durch die Internationalisierung. Eine Webseite können Sie auch international machen, haben aber nicht diese große Reichweite, deswegen ein Punkt weniger. Und bei Social Media eignet sich grundsätzlich natürlich auch, aber der Aufwand, der hier getrieben werden muss, ist sehr, sehr viel höher, weil Sie natürlich auch noch die sprachliche Kompetenz tatsächlich mit berücksichtigen müssen. Und das eben auch sehr viel stärker zu Buche schlägt in der Praxis. Auf lokaler Ebene ist Social Media der effizienteste Kanal und Plattform der ineffizienteste Kanal. Und in den Ebenen dazwischen
auf Landebene wird zum Beispiel eine Webseite, eine Webpräsenz sozusagen klare Vorteile bieten, weil man durch Suchmaschinenoptimierung hier das sprachliche Potenzial am besten ausnutzen kann. Um auch in Verbindung mit, wenn man jetzt gerade Effizienzkriterien betrachtet, hat es eben Vorteile, auch gegenüber Plattformen. Wichtige Frage außerdem, wie bedeutsam ist die Kontrolle über die Kundenbeziehung für Ihr Geschäft? Wenn Sie sagen, die ist mega essentiell, dann ist Social Media und Website natürlich von Vorteil. Wenn Sie sagen, es ist gar nicht essentiell, also Sie haben so einen Standardprozess und es geht nur ums Abwickeln von Bestellungen, dann sind natürlich Plattformen im Vorteil. Also diese Grundaussage spiegelt sich jetzt im Wesentlichen hier drin. Wenn Sie in der Mitte sind, ja, dann ist natürlich eine Website, eine Webpräsenz sozusagen ein solider Mittelweg. Aber hier ist, glaube ich, um das zu beantworten, sind im Prinzip die Pole hier entscheidend. Genau, den Punkt habe ich noch aufgeschrieben, auch als Reminder für mich. Sie können natürlich beispielsweise bei Amazon auch als ein Drittanbieter tätig sein. Wenn Sie das sind, dann haben Sie auch die Kontrolle über die Kundenbeziehung, weil Sie zum Beispiel das Lager komplett auch selbst verwalten. Wenn allerdings Amazon sich morgen entscheidet, diese Branche sozusagen ein bisschen zu übernehmen, also Amazon hat diese Möglichkeit, dann auch Händler dazu zu zwingen, in ein bestimmtes Programm zu gehen, dann ist halt auch hier das Risiko da, dass sie dann auch als Drittanbieter sozusagen auf dem Marktplatz verschwinden. Allerdings, solange Amazon, das macht Amazon nur, wenn es ein Interesse gibt, also monetäres Interesse gibt, wenn Amazon das nicht sieht, dann wird Amazon auch sie als Drittanbieter immer dulden. Ja, also da ist immer zu gucken, wie verhält sich die Plattform gegenüber bestimmten Branchen. Und natürlich, wenn die Kundenbeziehung ganz weit vorne steht, also wenn Sie sagen, das ist mega essentiell, dann gehen Sie auf Social Media und beantworten Sie die Nutzerfragen. Ja? Machen Sie guten Content, seien Sie inspirativ. Dann werden Sie dort durch diesen hohen Gehalt an visuellen Content, der dann auch tatsächlich konsumiert wird, die Reichweite und auch den Nutzen aus diesem Medium ziehen. Emotionalität der Produkte ist ein wichtiger Punkt. Natürlich, je emotionaler Ihre Produkte sind, umso mehr spielt Social Media für Sie eine Rolle. Je rationaler das Ganze wird, umso mehr dürfte die Plattform und die Webseite sich eignen. Spiegelt sich auch hier in dieser Grafik entsprechend wider. Man muss nur bei der ganzen Sache vorsichtig sein. Das Thema ist hier, man muss seine Produkte versuchen, sein Produkt sehr gut selbst bewerten können. Klassisches Beispiel, was ich selber erlebt habe, ein Stoffhändler, der sein Produkt, der jetzt eine Meterware verkauft, da gibt es dann oftmals auch so Markenstoffe mit so tollen Grafiken von diversen Herstellern und er sozusagen als Stoffhändler der Meinung, dass das sehr emotionale Produkte sind. Die Folge davon war, dass er sein Team angewiesen hat, auf Social Media diese Produkte einfach nur reinzustellen, ja, und das dann wie so ein Abverkauf zu betreiben. Hat natürlich nicht funktioniert, weil er seine Produkte nicht ehrlich bewertet hat oder nicht richtig eingeschätzt hat. Ja, das mag zwar in der Sache im Ergebnis kreativ sein, emotionales Produkt sein, wie zum Beispiel ein fertiges Kleid oder so,
aber der Stoff an sich mit dem Produktbild war es nicht. Ja, also ganz entscheidend ist, welchen emotionalen Wert haben die Produktbilder? Und wenn ich jetzt Emotionalität herstellen will, kann ich das tun durch Storytelling oder dadurch, dass ich den Mehrwert des Produkts aufzeige, also nicht das Produkt selbst, sondern das Ergebnis, den Nutzen. Und so kann ich im Prinzip auch Social Media in fast allen, in sehr, sehr vielen Branchen auch einfach als einen guten Kanal, gutes Medium eben für mich nutzen. Sechste Frage, haben Sie das Know-how, sich auf die webspezifischen Herausforderungen einzulassen oder sind Sie auf die Nutzerfreundlichkeit der Systeme angewiesen? Da gibt es jetzt auch hier ein paar Antwortmöglichkeiten. Also einmal so ganz grundsätzlich, ich will damit nichts zu tun haben. Wenn, dann bitte so einfach wie möglich. Ja. Oder Sie sagen, mir machen die Themen Spaß und da fuchse ich mich in die Aufgaben rein. Vielleicht sagen Sie aber auch, ich bin total der Profi da drin, ich habe Informatik studiert, ich kann das halt. Oder Sie sagen, ich kann das nicht, daher machen das andere für mich oder eine andere für mich. Wenn Sie sich, wenn wir mal bei dieser letzten Lösung bleiben, also jemand anders macht es, ja, bei der externen Lösung, dann sollten Sie nicht auf Social Media gehen. Das wird nicht unbedingt effizient sein, weil Sie dadurch einfach nicht authentisch sind. Ja, Website und Plattform, das ist etwas, das kann man in der Betreuung auslagern, das kann man in Optimierer-Hände legen. Aber Social Media ist eine Sache, wenn Sie das sozusagen in eine Agentur geben, haben Sie eben den Punkt, dass Sie nur bis zu einem gewissen Grad erfolgreich sein können, wenn es Ihnen nicht, es sei denn, es gelingt Ihnen tatsächlich, sich selbst in, auch dort zu inszenieren und selbst Gesicht zu zeigen, in Form von Mitarbeitern, wie auch immer. Ja, also das ist hier sozusagen die Krux, die Herausforderung. Wenn Sie ein Spezialist sind, ja, Sie haben Informatik studiert, ja gut, dann können Sie natürlich eine Webseite bauen, aber auf eine Plattform müssen Sie sich anpassen und auch auf Social Media müssen Sie sich anpassen. Das heißt, das würden Sie dann vielleicht doch eher abgeben wollen. Also wird sozusagen der Fokus hier, wird der Spezialist, ja, die Gefahr ist, dass man sich auf ein Medium zu sehr konzentriert. Wenn Sie allerdings der Fuchs sind, der alles ganz gut kann oder sich reinarbeitet, dann sind so die Voraussetzungen für Sie persönlich am besten, dass Sie im Prinzip alle Medien optimal nutzen können, weil dann macht Ihnen das auch offensichtlich dann auch irgendwie Spaß und Sie werden erfolgreich sein. Wenn Ihnen aber, und im Gegensatz dazu, etwas weniger effizient ist das Ganze, wenn Ihnen die Nutzbarkeit wichtig ist, ja, also wenn Sie sich eben nicht reinfuchsen wollen, sondern wenn Sie lieber etwas mehr Geld auf den Tisch legen und sagen, okay, ich suche ein Shopsystem, das besonders nutzerfreundlich ist, ich möchte eine Plattform, die nutzerfreundlich ist und auch bei Social Media schaue ich in erster Linie nach der Nutzerfreundlichkeit, weil ich möchte das Ganze ja auch bedienen können, ja, dann schöpfen Sie natürlich nicht das ganze Potenzial ab und ja, schließen allerdings auch, wiederum muss man sagen, kein Medium so richtig aus. Beides wird grundsätzlich funktionieren. Genau. Beim Spezialisten nochmal, ich habe die Website jetzt an Fotos der Front gestellt. Sie können natürlich auch ein Spezialist für Amazon sein, für eine Plattform sein, für eBay oder so. Sie können auch ein Spezialist für Social Media sein, dann würden Sie immer genau das am ehesten machen, das Medium nutzen am meisten, was Sie besonders gut können und die anderen eben vernachlässigen. Ja, also wenn Sie das sind, dann seien Sie sich dem einfach bewusst und steuern entgegen. Und die letzte Frage, was ist Ihr Temperament? Also zu welchem Typ zählen Sie sich? Sind Sie grundsätzlich ein Rationalist? Sind Sie kreativ? Sind Sie ein Idealist oder sind Sie ein Wächter? Ja, das ist das Casius Temperamentmodell von, das habe ich mal im Studium irgendwann mal behandelt gehabt, wie auch immer. Das ist von 1978.
Also ein Rationalist ist der Zahlenmensch, der Kreative ist sozusagen der es liebt, sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Der Idealist, das ist jetzt der, der die der Lösung entwickelt, um eben Probleme zu lösen. Oder sie sagen eben, ich probiere grundsätzlich einfach alles aus. Das wäre dann der Forschende, der dann nach dem Modell sozusagen auch ein Rationalist wäre. Ja. Wenn Sie grundsätzlich also alles ausprobieren, in dem Sinne rational rangehen, dann gibt es keinen großen Unterschied zwischen den Medien. Dann können Sie grundsätzlich sagen, dann ist es egal, dann ist für Sie das alles offen. Von der Effizienz her aber werden Sie nicht so viel erreichen wie beispielsweise ein Idealist auf Social Media. Und auch oder auf einer Webseite, werden aber weiterkommen als dieser Idealist auf einer Plattform, ja, erfolgreicher sein. Wenn die Kreativität im Vordergrund steht, auch hier ist Social Media ganz weit vorne anzusehen. Plattformen neigen dazu, eignen sich irgendwie nicht für kreative Inhalte. Da sind sie immer vergleichbar, deswegen hat das hier den schlechtesten Wert. Und der Rationalist im Sinne eines Wächters, der immer kontrollierend, delegierend, der auch Zahlen auswertet die ganze Zeit, wiederum, der wird sich mit Website und Plattform sehr wohlfühlen und bei Social Media weniger wohl, denn sie haben einfach auf Social Media es mit Kennzahlen zu tun, die sie schlecht in Zahlen übersetzen können. Ja, da ist die Wertigkeit der Kennzahlen oftmals sehr interpretativ etwas fraglich. Okay, ich wäre durch. Mein Plädoyer, was ich jetzt hier am Ende sagen würde, habe ich eingangs schon gesagt. Daher gebe ich den Ball zu Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, das waren viele Informationen. Ja. Gut, okay, also vielen Dank, Herr Malur. Wir sehen uns wieder, am 8.4. morgen, Social Media Marketing Teil 1, Aufbau deiner Marke über Social Media. Das macht der Herr Maximilian Rippel. Genau, der Herr Rippel. Und wir hoffen, wir sehen uns wieder morgen. Wünschen einen wunderschönen Abend und genießen Sie den Feierabend. Bis dann. Tschüss.